Moin Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Director's Cut. Und ja, wir sind hier in Jerusalem und müssen Nachforschungen anstellen. Als nächstes würde ich sagen, machen wir das Dachrennen hier. Und da ist erstmal. Ah ja, das Bild war kurz gefreezed. Das ist natürlich doof. So. Und du machst meinen Abgang. Tschüss, Runde. Ah. Direkt wieder Panik hier überall. So. So. Dachrennen sollte ja für uns eigentlich kein Problem sein. Wir sind ja Experten im Dachrennen. Ihr seid hier nicht erwünscht. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Oh, verdammt, das ist jetzt schlecht. Komm rein, einfach da. Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt schon wieder so Bild gefreezed. Was ist denn das? Ist doch belastend. Ah ja, okay. Wie konnte er mir bloß entwischen? Ja. Wie konnte ich dir bloß entwischen? Weil ich einfach krass bin, würde ich sagen. So, da unten ist auch schon unser Verbindungsmann. Schön euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tariq etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Okay, wo genau? Okay, da irgendwo. Irgendwo da. Ich bin nicht verrückt. Du bist verrückt, wenn du denkst, ich wäre verrückt. Ah. So, ja. Mach hin. Ach fuck, jetzt bin ich schon im Kampf wieder oder was? Was sind das? Gar nicht rennen einfach. Okay, dann renne ich nicht einfach. Und jetzt ist schon wieder das Bild gefreezed, Alter. Das ist doch einfach nur belastend. Oh, ich kann nicht mit dem reden. Das soll jetzt belastend alles. Das ist ja auch noch ein Templer. So, dann kämpfe ich das halt. Dann muss ich halt wieder zurückgehen. Ist doof, macht man nichts. Au. Ah, ich habe immer den Templer eliminiert. Zack. So. Ach, komm. So, du verpiss dich mal. Ach komm. Was ist denn jetzt hier los? So, ach, jetzt ist schon wieder gefreezed, Alter. Das ist doch einfach eine Scheiße. Warum freezt der jetzt ständig? Dann kämpfen wir halt noch gegen den Freund. So, aber jetzt die Frage. Warum geht der Kampf halt weiter? Ja. Alter. Wie sollen denn da jetzt noch kommen? Ich kann nicht davon laufen, mache ich aber. So, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich nehme mal den Aussichtspunkt hier mit.
So. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Hinfort. Ihr habt nichts hier zu suchen. Wer beobachtet mich denn hier noch? Ach, der Kollege. Lol. Gar nicht gesehen. So. So. Jetzt ist schon wieder, ich sagte euch ganz ehrlich, das ist einfach nur nervig. Können wir den irgendwie erwischen hier, von hier aus? Geht wohl nicht so einfach. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. So. So, den können wir aber von hier aus erwischen. So, sehr schön. Dann synchronisieren wir mal. So, und vielleicht haben wir denn hier einen schnelleren Auftrag. Wir haben hier Taschendiebstahl. Da sehe ich mich doch. Ja, professioneller Taschendieb. Aber erstmal brauchen wir neue Messer. Ganz wichtig. Wir haben jetzt nur 8, ja. Deswegen nehmen wir gleich von ihm noch hier welche mit. Jetzt haben wir 13. Jetzt schon wieder gefreezed. Es ist auch einfach nur dumm. Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid. Aber egal. Da drin muss ich mir bestellen. Und so einfach geht das hier. Oh verdammt, den hätte ich bestellen müssen. Ich bin auf jeden Fall kein Mörder. Zahlt der, den ich bestehen soll, ab oder was? Warte mal. Ach, oben oder was? Ah. Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein, aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unseren Feinden ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Stätten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Er war unser Freund und Bruder, und wir erweisen ihm unsere Ehre, wenn er diese Welt verlässt. Ihr beleidigt mich, wenn er etwas anderes verlangt. Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen und tut, was wir verlangen. Okay. Was ist hier geschehen? Das sind wahrlich dunkle Tage. Okay, dann. Oh, verdammt. Wie, warum? Ach, nein. Ich hinterfrag's gar nicht. Ich bin untergetaucht, sehr schön. Na, da sind die wieder. So.
also ist ein Mörder in der Nähe. Meine Familie ist groß und ich bin sterben. Bitte geht. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ich brauche Nahrung. Ich kann so nicht mehr. Dann kämpfen wir halt nochmal, Alter. Was ist denn das? Das ist doch belastend, ja, das. So, der will abhauen. Denkt er sich so wahrscheinlich. Zack. Machen wir den Taschendiebstahl halt nochmal. Zu weit entfernt. So, jetzt müssen wir es noch mal hinkriegen. Also gut, wo bist du? Ist ja alles suboptimal. Jetzt muss ich auch noch gegen den kämpfen hier, oder was? Alter, jetzt Faustkampf oder was? So. Wer hat das getan? Ich nicht. So witzig, wie der die Leiche von ihm liegt und er jetzt da ist. So, der kriegt erstmal Faust. Jetzt. Ach komm. Was ist denn das hier auch? So. Aha, ich hab ihn einfach. So. Ah ja. Zeigt euch! Hört auf, bitte! Ihr tut mir weh! Was ist vorgefallen? Arme Seele. Und vertopp die Worte! Bitte an Nebel bedacht! Hey! Ich hab doch nicht Schick, Urteil! Warum tut ihr das? Das wird jetzt doch alles hier belasten, ich sag's euch. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? So. Alter. Das kann man halt doch einfach nicht machen hier. Ich muss erstmal hier weggehen, glaube ich, vom Ort. Ich glaube, ich mache doch erstmal was anderes jetzt. So, umgedreht. So. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich mache erstmal doch Attentat. Das sehe ich mich mehr. Wer ist dafür verantwortlich? Muss ich ja zugeben, da sehe ich mich mehr. So. Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte.
Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Hey, ganz schön viele sind das, aber machen wir natürlich. Ich meine, wir haben 12 Wurfmesser. So, ich möchte erstmal auch kommen. Doch keine Faxen. Warum tut er das wohl? So, den ersten haben wir. Fuck, wer hat mich gesehen? Wer hat mich gesehen? Irgendwo hier muss ja einer gewesen sein. Na ja, dann machen wir es halt nochmal, ne? Aber es bleibt nichts anderes übrig. So. Machen wir es ganz normal. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Der verdammte Narr hat auch den Verstand. So, wir müssen irgendwie aufs Dach einfach mal. Mal irgendwie. Oh, tut mir leid. Guter Sturz. Das passiert immer mit. Vielleicht soll ich möchte doch nur aufs Dach. So. Denn wenn man einmal auf dem Dach ist, kann man mit seinem Wurfmesser gut was anrichten. So wie den so. Wird den zermorden. So. Den hätte ich schon mal dann. Den da hinten mache ich dann als letzten, weil das weit weg ist. Was ist vorgefallen? Was von Hafir? Beachtbau ihr Denken. Zwei von. Fünf? Oder so hieß direkt der nächste. Den kann ich gerade nicht erwischen irgendwie. Weiß auch nicht. Muss ich wohl ein bisschen rüber. Wer hat gesehen, was hier geschah? Aber wer sieht mich? Ah, ich wollte gerade sagen, ich sehe nämlich eigentlich gar keine hier. So, den wollen wir. Den wollen wir. Ihr seid hier nicht erwünscht, geht. Oh fuck, dann gehe ich halt. So, den hätten wir. So, wir haben nicht mehr viel Zeit. Möchte ich mal anmerken. Was ist geschehen? Wer sieht mich denn hier? Frage ich mich. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Ah, 4 von 5. Jetzt noch der letzte. Noch einer. Ah. So, alle Ziele. So, dann können wir schnell zurück. Das waren dann nämlich alle Templer. So. Unsere Skin hier runter? Ja. So.
Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Okay, nicht gegen alle Männer Roberts auf einmal kämpfen. Gut, das hätte ich auch sowieso nicht versucht. Aber, naja, gute Information trotzdem. So, noch mal ein paar Messer. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Kriege ich von irgendwem hier noch Wurfmesser? Von ihm da, vielleicht. Ja, von ihm. So, 14 haben wir. Sollte erstmal reichen. So, wir sind jetzt hier. Dann können wir auch gleich, würde ich sagen, da zu diesem Dachrennen gehen. Warum tut er das? So, das sollte ja schnell gehen. So. So. Oh, das ist eine Flagge. Ein Jerusalem-Kreuz. So, dann. So. Das ist eine gute Frage, was sich dieser Mann wohl denkt. Der Mann denkt sich, ich muss den anderen Mann erreichen. So. Das werde ich auch machen jetzt. Ja, sage ich euch so, wie es ist. Aber. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. So. Ihr kommt zur rechten Zeit, Altair. Ich habe etwas sehr Nützliches gefunden. Die Befehle für Roberts Wachen. Ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. Gut. Karte mit der Position Roberts während der Beerdigung. Jetzt können wir doch eigentlich die Befragung machen, oder? Ich hoffe, das sind nicht neu postierte Wachen. Das wäre ärgerlich. Aber, nee. So, diese Typen nerven mich extrem. Ich darf jetzt nicht wieder den Fehler begehen, dass ich die haue. Karte mit der Position der Jerusalemer Wachen während der Beerdigung Majd ad-Dins. Sehr schön. Oh, da können wir auch schon zum Büroleiter zurückkehren. Sehr schön. Das werden wir auch machen. Denn das ist gut. So, und dann können wir nächste Folge dann auch schon wahrscheinlich das Attentat auf Robert de Sable vollziehen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ich frage mich, was dann noch kommt, ob dann überhaupt noch was kommt. Soll ich mal ein Jerusalem-Kreuz einsammeln? Ganz wichtig.
Ah ja, hier ist er schon. Hier. So. Verbindungsmann. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Jo, Malik. Bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair. Auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Jo, das werden wir auch machen. So. Dagegen spricht ja nichts. So. Nachforschung beendet, sehr schön. Und dann würde ich sagen, verüben wir den Attentat auf Robert de Sable. Aber erst in der nächsten Folge. Also, bis dahin und ciao, Leute.